war ganz gut. Ich musste nicht irgendwie in so einer 45 Quadratmeter Wohnung hausen, da ich hatte Platz. Ne? Also es war, ich hatte eine Wiese, ich habe ein Haus da in der Uckermark da oben. Sehr schön, und es ist schon ein Anwesen, muss man sagen. Es ist also ein Landgut, ein Parzella, an so einer Seenplatte. Also es ist, die Aerosole wollen da auch nichts, also es ist eine große Wiese. Also es war schön, da ich habe da Tomaten gezogen. Und dann kam irgendwann im Sommer so die Abordnung eines Dresdner Kleinverlags, kam also zu mir an. Und dann sagten die mir tatsächlich einfach so: Reinhard, ist ein hipper Verlag, muss man sagen, Jugendsprache. Ne? Du wirst doch nächstes Jahr 50. Hast du nicht Bock, haben sie, glaube ich, gesagt, deine Autobiografie zu schreiben? Und da ist mir erstmal der Löffel ist mir runtergefallen, und ich habe gesagt: Habt ihr den Arsch? Also, habe ich nicht gesagt. Ich lebe ja noch. Was? Ich bin nicht Veronika Ferres, habe ich, glaube ich, gesagt. Und ich bin auch nicht Thomas Gottschalk, nicht Helene Fischer. Ich bin keine Tatortkommissarin, ich bin nicht A-prominent, ne? Ich bin nicht B-prominent, ich bin F-prominent. Ich arbeite am E. Also ihr vertut euch da, ne? Und dann, aber du kennst doch Sandra Hüller, meinte er, das weiß ich noch. Bei wem? Sandra Hüller! Aber ich weiß gar nicht, ob ich die Nummer noch habe. Sandra Hüller! Das ist toll, das ist interessant, das interessiert doch die Leute. Und sag mal, was habt ihr denn? Wie stellt ihr euch das denn vor? Und dann haben die gesagt: Ja, wir stellen ein paar Fragen. Und dann besprichst du ein Tonband und die Ghostwriter vom Verlag tippen das dann ab. Ach, da muss ich gar nicht selber schreiben. So war das. Und dann habe ich gesagt: Raus. Also, und dann, das war das dann. Das war die Begegnung. Und dann haben die mir noch gesagt: Ja, wir lassen dir noch ein paar Bücher hier zur Anschauung. Also, und zwar von Ben Becker: Na und ich tanze. Von Rudolf Schenker: Rock Your Life. Und von Fabian Hambüchen, das hat er mit 19 hat er das aufs Tonband gelabert. Ja, das, und daraus lese ich heute Abend.